Somit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Waste Room Racing Experience. Ja, lange ist her, seitdem wir uns das Spiel das letzte Mal angeschaut haben. Aber seitdem hat sich im Spiel nochmal vieles getan. Vieler geiler neuer Content ist reingekommen. Und einer dieser neuen Contents wollte ich euch heute im Laufe dieses Videos doch gerne mal zeigen. Nämlich den Audi TT Cup von 2015, der im Rahmenprogramm der DTM da angetreten ist und auch das 2016 wieder tun wird. Und es ist so eine kleine, nennen wir es mal, Nachwuchsserie, wo viele Fahrer eben für die DTM auch, sagen wir mal, ihre Chance bekommen, dort anzutreten, plus eben auch Gaststarter und auch alte Hasen des Motorsports hier am Start sind, weil zum Beispiel fährt ja auch ein Uwe Alz mit und, naja, der ist jetzt kein Newcomer oder Anwärter für die DTM mehr, das ist ein bisschen, denke ich mal, aus der Luft gegriffen, aber trotzdem viele, viele junge Fahrer hier dabei. Man konnte sich in die Serie einkaufen, hast du 300.000 Euro, konntest du da gerne mitfahren, so viel kostete der Wagen und die Startlizenz, Reparaturen musst du trotzdem noch selber tragen, also ja, sagen wir mal so, die Söhne, die hier drin sind, haben anscheinend reiche Väter, weil anders kommst du hier nämlich nicht rein, musst dich da teilweise reinkaufen. Ich weiß nicht, ob du auch so reinkamst irgendwie, also irgendwie das Audi dich ausgewählt hat, ja, du bist gut, wir nehmen dich, aber ich glaube, die meisten Startplätze sind gekauft worden. Und ja, ist ein sehr, sehr interessantes Cup-Fahrzeug, hat wie viele andere auch Frontantrieb, ist deswegen sehr, sehr tricky zu fahren, weil er natürlich gerne untersteuert. In den Kurven musst du deswegen aufpassen, ab wann du aufs Gas trittst, zu früh darfst du nicht, weil sonst geht's halt geradeaus. Ist nicht unbedingt das Ziel, was man hat, muss man natürlich ganz klar sagen. Plus, der Wagen hat die sogenannte Push-to-Pass-Funktion. Und das ist nichts anderes wie, sagen wir mal, hat eine ähnliche Funktion wie Kers. Gibt dir, also von der Idee her, Kers ist trotzdem was anderes, ist schon klar. Aber Push-to-Pass ist so, du drückst halt eine Taste und hast für 10 Sekunden 30 PS mehr und kannst sie dann, wie die Funktion sagt, zum Überholen benutzen, um dann vorbeizukommen. Aber danach hast du dann eben einen 20 Sekunden Cooldown. Und ich glaube, pro Rennen kannst du das eine bestimmte Anzahl mal nutzen. Genau, weil sie es auch noch nicht werden wollte, rausfinden. Ich habe mich das auf jeden Fall belegt und wir werden mal schauen, was wir hier so reißen. So, wir gehen mal ganz kurz ins Fahrerfeld, damit ihr euch mal ganz kurz so die Autos anschaut. Natürlich hier Uwe Alzen, wie gesagt, kennt man ja. Einen weiteren Fahrer kennt man auch hier. Frank Bieler ist natürlich auch schon langjähriger Audi-Fahrer. Sind einige bekannte Gesichter auf jeden Fall noch bei. Und ich habe mir mal einen Wagen, und Tim Schrick fährt hier zum Beispiel auch mit, tada. Ich habe mir mal einen Audi von einer der Damen hier im Fahrerfeld geschnappt, nämlich den Playboy Audi. Ich weiß nicht warum, ich finde den von der Optik irgendwie geil. Also die Farbgebung finde ich halt sexy mit dem Schwarz-Bronze, das hat schon irgendwie was. Und mit dem Kollegen, wie gesagt, werden wir jetzt an den Start gehen. Ich bin mal gespannt, 15 Minuten Ausschussleben. Die erste Kurve könnte interessant werden. Ich habe es jetzt schon 2-3 Mal probiert. Ich habe es jedes Mal geschafft, mich da wegzuhauen. Also im Sinne von, dass ich Gegner hinten reingeballert bin. Weil die Teile da doch sehr, sehr langsam werden urplötzlich. Aber ja, wir probieren es mal. KI-Schwierigkeit gerade ist noch nicht so hochgestellt. Erstmal bei einmal, weil ich mit dem Wagen klarkommen muss. Anderer Punkt, auch wieder ins Spiel mal reinkommen muss. Ich habe es dafür jetzt zu lange nicht mehr gespielt. Habe jetzt auch gerade nur so 2-3 Einfahrrunden hier mit dem Audi mal gedreht. Bremsen hier schon mal ein bisschen früher. Oh ja, ja, und da haben wir gerade einen schönen Stau hier. Ist dann halt so. Man bekommt es auch direkt mit, wenn ich voll aufs Gas rede in der Kurve, siehst du direkt, wie der Wagen halt plötzlich nicht mehr weiter einlenkt. Und dann das Untersteuern anfängt. Aber das ist nichts, was man dem Wagen vorwerfen kann. Das ist natürlich eine ganz klare Sache, wenn du Frontantrieb in einem Rennwagen drin hast. Braucht man tatsächlich Frontantrieb und dann voll aufs Gas gehst in der Kurve. So, mal gucken, ob wir irgendwie durchkommen an den Jungs. Der hat mir gerade schon mal den Platz gelassen, sehr gut. Boah, die Bodenwellen, die kriegst du auch echt immer noch gut mit, das muss man mal ganz klar sagen. So, schön dranbleiben hier. Ah, da fängt ja wieder das Untersteuern an. Mein Kurvenausgang, ich muss aufpassen, wo ich aufs Gas gehe. Ich muss mir das noch ein bisschen abgewöhnen, so früh aufs Gas zu gehen, wie in einem anderen Rennwagen, weil mit Frontantrieb kannst du es halt einfach nicht. Der Wagen geht dir dann nur noch gerade weg. Und das ist natürlich dann auch nicht so das, was man unbedingt möchte. So, dann versuchen wir natürlich hier dran zu bleiben. In der nächsten Kurve vielleicht ein gutes Bremsmanöver schon mal zu wagen hier. Jetzt uns hier neben Marklund. Na? Ne, hier gehen groß. So, Marklund ist hinter uns und Schreck. Upsala. Oh, ich muss aufpassen. Ich war auf der Wiese und wollte gerade anbremsen. Das sollte ich möglichst unterlassen. Auch mit dem Frontantrieb könnte das interessant werden, sobald ich das probiere. Ah, yo! Der hat aber zugemacht, der Arsch. Jetzt muss ich erstmal den ersten Gang wieder reinkriegen. So, komm, komm. Also, da hätte man wenigstens ein bisschen mehr Platz lassen können. Klar, ich habe mich ein bisschen verbremst, das habe ich gerade gemerkt. Also, mir sind die Reifen stehen geblieben. Ich konnte nicht mehr vernünftig einlenken. Deswegen war ich zu spät daneben, weil er halt so abrupt in die Bremse gegangen ist. Und dann hat die Arschgeige einfach zugemacht. Der Schlag hat mich natürlich jetzt komplett rausgehauen.
Jetzt müssen wir wieder aufholen. Scheiße. Fängt ja schon mal gut an. Das erste Rennen hier im TT Cup. Falls ihr irgendwelche Rennserien habt, die ihr bei Race Room gerne mal sehen wollt, könnt ihr es gerne reinschreiben. Ich habe hier einen Account von Sector 3 bekommen, dass ich alles mir anschauen kann, wie ich lustig bin. Von daher, wenn ihr irgendeine Rennserie wollt, irgendeine Rennkombination, könnt ihr mir das gerne mal reinschreiben. Kann ich euch gerne mal ein bisschen zeigen. Jetzt nehmen wir ein bisschen auf. Und gut, dass ich die Schwierigkeit gerade nicht so hochgestellt habe. Weil ich kann jetzt auch wieder aufholen und habe jetzt kein Rennen, wo ich hinten rumdümpel. Aber oh, ist krass, ich konnte den Wagen nicht mehr einfallen. Der Schlag hat mir die Karre so versetzt. Jetzt muss ich ihn noch mal wegwerfen, bitte. Komm, auf die Straße. Komm rum. Hab mir den Wagen so versetzt, dass ich den gerade mal richtig verloren habe. Alter, ich brauche einen schönen Schlag ins Lenkrad. Komm. So, versuche natürlich dran zu bleiben, auf jeden Fall, irgendwie. Fährt sich aber sehr angenehm. Also wie gesagt, du musst ihn eine eigene Sache für sich, erst recht, weil es nicht schön zu fahren ist. Wie Walter Röhr sagt, mit dem Wagen mit Frontantrieb sieht jede Kurve aus wie ein Unfall. Kann man teilweise gut bestätigen. Aber man muss schon sagen, Audi hat mit diesem Fahrzeug schon was auf die Beine gestellt, weil der fährt sich doch sehr, sehr agil, trotz dessen, dass er halt Frontantrieb hat. Man kann mit dem auch seinen Spaß haben. Und Cup-Fahrzeuge sind sowieso geil. Da kann man sagen, was man will. Cup-Fahrzeuge haben sowieso was an sich. Ich habe gedacht, ich wäre gerade im zweiten Gang. Ich war aber noch im dritten. Verdammt. Ich achte unten nicht rechts auf die Schaltanzeige. Ich achte da in meinem Cockpit da drauf. Und da war gerade leider die Bestzeit da halb drüber gedeckt. Deswegen habe ich das nicht mehr so ganz lesen können. Und da sieht eine 2 wie eine 3 aus. Wenn du die Hälfte nur noch siehst von der Zahl. Dann kann es auch eine 3, 2 sein. Wir holen wieder langsam auf. Immer noch ein bisschen Probleme, mich ein bisschen lang zu gewöhnen. Das sind Bodenwellen in den Kurven sind mies. Also wenn du in der Kurve eine Bodenwelle hast, versetzt der Wagen halt massiv. Ist nicht schön zu fahren im Moment dann. So, schön dranbleiben, sehr gut. Natürlich jetzt nicht zu voreilig werden, ich will ihn nicht abschießen, weil dann hauen wir uns auch noch weg. Aber da hat die Lücke gelassen und die nutzen wir, es hat auch geklappt. Ne, ich würde das glaube ich an der Stelle nicht probieren. Hier kann man es dann Gott sei Dank nochmal machen. Diese Kackbodenwellen in den Kurven, die sind mies. Die sind richtig mies. Weil du versuchst den Wagen schon zu kontrollieren, versuchst ihn nicht so unter Steuer zu bringen, die versetzen dich einfach nochmal so massiv. Komm, fahr. Was man in Racing immer noch lassen muss, es hat eine super geile Fahrphysik und das Force Feedback ist immer auch noch echt eine sehr, 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 sehr angenehm. Also das ist super schön. Also man weiß genau, was der Wagen macht und das ist bei Frontantrieb insbesondere wichtig. Du musst halt merken, wenn du anfängst zu untersteuern, das musst du mitbekommen und das kann man so viel sagen, bekommt man auf jeden Fall mit. Die haben echt einen Drang hierzu, in dieser Kurve sehr langsam ranzukommen. Ich bin schon wieder im dritten. Ich könnte echt mal ins... Der dritte Gang ist eigentlich echt angenehm. Also mit dem kann man vernünftig rausbeschleunigen, ohne dass die Vorderreifen Grip verlieren. Boah, das war aber fast zu spät. Ich bin fast mit reingerutscht. Jetzt bin ich auch besser rausgekommen. Sehr gut. So, setzen wir uns daneben. Das ist meine Linkskurve. Ich habe Hoffnung, haben sie vielleicht zurücksteckt. Ja, noch ist er innen, ne? Ja. Er ist halt zurückgezogen. Okay. Sehr gut. Einen weiteren Platz. So, nächster ist Tim Schrick. Der weiß, wie man mit Autos umgeht. Der hat das in Normalfall drauf. Ist natürlich hier ein bisschen, sagen wir mal, eingebremst von der KI. Ich schätze mal, echt, würde ich jetzt hier nicht so ranfahren an den Kollegen. Oh, Alter. Das war jetzt mal uncool. Ganz leicht Drucklage gegeben, das war jetzt nicht so passend an der Stelle. Performance-technisch habe ich bei dem Spiel immer noch so meine Problemchen. Meine Grafikkarte ist ja immer noch so das Manko einer ganzen Sache. Hab nur eine GTX 660 Ti drin. Mein neuer Prozessor hilft mir schon, das Spielwesen konstant zu spielen. Also ich habe aktuell die 7 drin, vorher hatte ich eine AMD drin, der hat das Spiel überhaupt nicht vernünftig hinbekommen. Es ist relativ hardwarefressend, sieht zwar nicht so krass aus, aber dadurch, dass das Spiel eine relativ gute Physik im Hintergrund hat, ist das halt relativ doch PC fressen, weil so eine gute Physiksimulation, die geht schon ein bisschen auf die Hardware. Ja, dritte Gang reicht hier vollkommen, merke ich. Na gut, versuchen wir jetzt nochmal weiter aufzuholen. Hälfte des Rennens gleich gelaufen.
Ja, ich muss mir merken, ich kann nicht wie bei anderen Spielen die Gänge runterkloppen. Ja, ich muss zwischen den Schaltvorgängen immer eine kleine Pause machen. Komm rum. Ja, ich glaube, der dritte Gang ist noch mein Favoritengang für Kurven. Oh, können wir ihn reinstechen vielleicht? Ja, wir sind daneben. Ich habe das Push-to-Pass bisher noch gar nicht benutzt. Können wir gleich mal ausprobieren. Die Taste habe ich belegt. Ich weiß noch nicht, wie das funktioniert. Das können wir gleich mal, wenn wir an einem dran sind, an einer Geraden mal testen. So, schön dranbleiben. Jetzt gerade. Ich einfach mal, ich probiere es mal, ich drücke mal die Taste. Ah, aktiviert, okay. Ich habe es jetzt noch 17 Mal, so wie das da steht. Schätze ich mal, also 18 Mal darf ich es pro Rennen hier benutzen. Und wenn ich auf Bremse gehe, wird es, denke ich, automatisch deaktiviert. Ja, okay, ja, wird deaktiviert, sobald ich auf die Bremse gehe. Wird jetzt halt cooler, jetzt kann ich 20 Sekunden das Ding erstmal nicht mehr drücken. Also ich habe 18 Mal in diesem Rennen. Ich weiß nicht, ob das vom Rennen länger abhängig ist hier im Spiel. Weil ich fahre ja immer gleich lange Rennen, von daher haben die dann immer eine gleiche Anzahl. Und da waren die 20 Sekunden auch schon rum. Das kann nicht sein. Das ist Pipi. Ich weiß nicht, was das sagt mir doch eigentlich anders geht. Na ja, okay, jetzt geht's wieder. Jetzt sind 20 Sekunden rum. 17 Mal darf ich es noch nutzen anscheinend, oder? Warte mal, 17 Mal? Ja, jetzt darf ich es noch 16 Mal nutzen. Okay, 18 Mal habe ich es in diesem einen, darf ich es in dem Rennen hier nutzen. Das ist ganz schön viel. Da muss ich jetzt mal ein bisschen mehr dran denken. Ah. Kann die erste Kurve schneller fahren, als die Jungs das tun teilweise. Dritten direkt mal rein, um das Untersteuern zu verhindern ein bisschen mehr. Ja, den kriegen wir in der nächsten Kurve. Kann ich auf jeden Fall versuchen reinzustechen. Machen wir auch und klappt sehr gut. Haben uns wenigstens auf Platz 20 mal vorgeschoben wieder. So, nächstes Push-to-Pass ist wieder verfügbar. Ich werde es gerne mal auf der Gramm, wenn wir nah drin sind, mal probieren und mal gucken, was für einen massiven Vorteil das bringt. Wie gesagt, 30 PS sind schon ganz schön ordentlich. Muss man, darf man nicht vernachlässigen. Ja, an Anweg sind wir jetzt gerade auch gut dran. Naja, vielleicht spricht es ja dafür, dass wir das vielleicht mal nutzen sollten. Da war ich ein bisschen früh auf dem Gas. Aufpassen, dass wir nicht hinten reinballern. Ja, nicht hinten rein. Ballern, holla. Da kam aber wunderbar die Hinterachse unruhig. So, komm, nutzen wir es jetzt einfach mal, ein bisschen wieder Geschwindigkeit aufzubauen. Ja, Frontantrieb, Frontmotor, was heißt das für uns? Genau, leichte Hinterachse, Anbremsen und Berührung. Mega böse dann. So, direkt mal wieder auf der Gerade aktivieren. Man hört es auch direkt, wie der Motor wirklich plötzlich mehr Leistung zieht. Das kriegst du richtig auch soundtechnisch mit bei dem Fahrzeug. Finde ich sehr, sehr angenehm. Das ist jetzt bei echt zu... Na, geht sogar noch. War ein bisschen zu spät. Ein, zwei Leute würde ich aber gerne auf jeden Fall noch überholen. Soll auch drin sein, wenn ich ein bisschen fehlerfreier fahre. Na komm ran hier. Ich weiß, dass er jetzt gleich bremst, von daher gehe ich selber gerade schon ein bisschen vom Gas, weil ich habe keinen Bock, ihn hinten drauf zu hängen hier bei den Kurven, damit ich mich weg vom Fenster. Dann ist das Rennen auf jeden Fall gelaufen. Ah ja, dieselbe Stelle wieder. Scheiße. Mann, die bremsen da, muss man jetzt aber ganz klar sagen, die bremsen da ein bisschen viel. Okay, die letzten beiden sind weg, jetzt holen wir einen Schreck wieder. Scheiße. Ja, selber Fehler nochmal gemacht, wenn man nicht draus lernt, ne? Ich war zu nah drauf. Es war ja ganz klar schon vorher bewusst, die Kurjungs bremsen da relativ krass. Liegt natürlich auch an dem Schwierigkeitsgrad. Ich bin gerade mal auf 95, spiele ich gerade mal. Es geht, glaube ich, bis 110 oder sowas hoch insgesamt. Also da kannst du noch einiges mehr rausholen aus der KI. Aber gut, dass wir es nicht gemacht haben, sonst würden wir nämlich nur hinten rumeiern. Ah, diesmal haben wir ihn komplett verloren gehabt. Das war natürlich jetzt ungünstig. Das
2,40 haben wir noch, das sind ungefähr noch, schätze ich mal, zwei Runden, die wir jetzt noch fahren werden. Wo ich weiß halt nicht, wie weit der erste vorne ist, weil der bestimmt das, ob man die letzte Runde ist. Wenn der noch übers Ziel fährt, kurz vor Schluss, dann ist noch eine Runde weiter. Schön an Schräg wieder dran. Kommen wir aus der Kurve auch sehr gut raus. Direkt mal die Innenlinie jetzt die zumachen, damit er bloß nicht wieder reinstechen kann. Und am Magnum versuche ich mich dann auf der anderen Geraden da gleich vorbeizuschieben mit dem Push-to-Pass-System. Ich komme auch vorher schon ran. Die sind wirklich, also, man muss so sagen, wenn man Frontantrieb Rennwagen hört, denkt man sich so, ugh. Aber die fahren sich super geil. Man muss halt, wie gesagt, aufpassen, wenn du hinten drauf fährst, die Hinterachse ist halt plötzlich dein bester Freund. Aber sobald du daran denkst, was ich nicht tue, Großteil der Unfälle, machen die Dinger einen Heidenspaß. Ja, ich würde mal sagen, so ein bisschen Push-to-Pass bringt schon was. Also ist nicht natürlich jetzt keine Welt. Du musst immer noch an ihm vorbeifahren, aber es ist trotzdem deutlich einfacher, weil du einfach den Überschub hast. Und, falls dich jemand interessiert, ja, aber kann der Vordermann darauf reagieren, auf dieses Push-to-Pass? Ja, kann er, weil wir haben da direkt an der 99, seht ihr diese Box da, unser Fenster. Das ist ein blaues Licht. Sobald ich Push-to-Pass aktiviere und meine Frame-Rate komplett in den Boden droppt, erst recht dann erst, wo stellst du uns beim Fahren? Sobald wir Push-to-Pass aktivieren, leuchtet das blaue Lämpchen und der Vordermann kann direkt daran erkennen, dass wir gerade dieses Push-to-Pass aktiviert haben. Kurzum, er hat also auch die Möglichkeit, seins zu aktivieren, um dagegen zu kontern. Macht die KI jetzt, glaube ich, hier weniger in Fällen, aber ist zum Beispiel dann im Multiplayer sehr, sehr hilfreich, weil dann leuchtet dieses blaue Lämpchen, du weißt, oh, der versucht zu überholen. Du kannst dir überlegen, habe ich noch genug Push-to-Pass, um da jetzt gegen zu hauen oder spare ich mir meins lieber? Finde ich eine sehr, sehr geile Komponente, weil das ist im Gegensatz zu KERS und auch DRS nicht abhängig vom Abstand, vom Vordermann und sowas halt. Also hier ist halt einfach, nutzt es, wenn du lustig bist. Aber du kannst dich halt dagegen wehren, weil das ist von KERS und DRS immer auch so eine Sache, beziehungsweise von DRS insbesondere meistens. Du kannst dich nicht groß dagegen wehren, du darfst ja nicht. Und bei Push-to-Pass darfst du es und das ist, finde ich, eine sehr, sehr geile Komponente für den Motorsport hier. Und ich schätze mal, ja, eine Runde fahren wir jetzt gleich noch. Oder ist die letzte jetzt schon? Ich bin mir nicht sicher. Okay, nee, letzte Runde ist das jetzt schon. Okay. Letzte Runde, die wir jetzt hier fahren. Wir werden leider an den Anweg nicht mehr rankommen. Für nächstes Mal muss ich mir auf jeden Fall merken, deutlich auf das Push-to-Pass. Und zwar, ich habe noch 11 Stück übrig, das ist viel zu viel. Ich hatte es halt komplett vergessen, weil es halt noch so ein System ist, an das man sich gewöhnen muss, dass es halt da ist. Oh, ich hab gedacht, schmeiß die Karre jetzt weg, weil ich da so über den Kopf gegangen bin. Aber eine richtig geile Klasse und ja, ihr könnt euch wie gesagt gerne mal andere Sachen wünschen, wenn ihr wollt. Bin ich gerne für offen, weil mir macht Race Room jetzt gerade mal wieder im Moment richtig Laune. Komm, aktivieren wir einfach nochmal eins. Und wir fahren dann durchs Ziel und schließen hier als 20. sowas in der Richtung ab. Also nicht allzu geil, jetzt sagen wir mal. Das ganze Ding hier über die Bühne gebracht, aber ich muss mich halt noch ein bisschen dran gewöhnen. Der Wagen hat so ein bisschen seine Eigenheiten, aber das ist fährt sich sehr, sehr gut, muss man sagen. Also positive Eigenheiten. Auf jeden Fall. Ja, damit würde ich aber sagen, bin ich raus für diese wunderschöne Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und schlagt mir gerne was Neues in den Kommentaren vor. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der kommenden Folge wieder. Haut rein, bis dann, ciao.